Herzlich willkommen miteinander zu einem neuen Vlog. Wir sind mittlerweile nach Vancouver Island. Und zwischendurch haben wir das Video von Heider gesehen. Wir sind in der Provinz British Columbia unterwegs mit unserem Wohnmobil. Und wir sind mittlerweile schon ein bisschen weiter, aber wir blicken noch mal schnell zurück, wo wir überall gewesen sind. Nachdem wir mit der Autofähre zurückgekommen sind von Vancouver Island, sind wir mit dem Auto Richtung Norden gefahren und haben kurz Halt gemacht bei den Brandywine Falls. Die sind rund 70 Meter hoch, aber spannend dort ist eigentlich, dass die Erde unterhalb vom Wasserfall ist Lava, also abgekühltes Lavagestein, und die Erde ist in Schichten, und die einen Schichten sind so weich, dass sie zwischendurch absacken und darum der Wasserfall eigentlich entsteht. Und der schiebt es immer wieder zurück. Irgendwann wird er sich Richtung Parking Lot begeben. Als nächstes haben wir verschiedene Campgrounds halt gemacht. Die einen sind gratis gewesen, die anderen haben einiges gekostet. So zwischen 0 und 40 Dollar ungefähr. Je weiter in der Stadt, je teurer natürlich. Je weiter außen, je weniger Leute. Und je günstiger. Wir haben an verschiedenen Orten Stopp gemacht, sind schlussendlich bis nach Prince George gelangt. Und schon vorher hat der dichte Rauch und Nebel von den Wildfires angefangen. Ab Prince George über in Westen ist es dann besonders heftig geworden, sehr orange, also sehr, sehr dunkel. Die Feuer hier in der Provinz sind schon fast leider Gottes ein bisschen Standard. Es war letztes Jahr eigentlich das Rekordjahr gewesen. Dieses Jahr toppt es jetzt nochmal von der Menge der Wildfires. Und von der Größe bin ich gar nicht sicher, aber es hat sehr viele verschiedene Feuer. Also wenn ihr momentan unterwegs sind, checkt unbedingt die Website. Einfach BC Wildfires eingeben bei Google, dann findet ihr das auf jeden Fall. Ich möchte euch noch schnell etwas zeigen. So sieht es aus mit Feuer rundum, also links und rechts von der Straße. Und so sieht es aus, wenn der Himmel klar ist. Heftiger Unterschied, oder? Es ist also definitiv kein Nebel, wie wir es von schlechtem Wetter kennen, sondern es ist Rauch von den Feuern rundherum. Und schlussendlich sind wir im Campground in New Hazleton gewesen, zwei Nächte, wo wir einfach unseren Off-Day gegönnt haben, ein bisschen gewaschen haben, ein bisschen fein gegessen haben. Dinner auf dem Campingplatz. Heute gibt's Chicken Ranch Wraps. Ganz einfach. Zum Wohl. Nach den beiden Nächten in New Hazleton auf dem Kasan Campground, oder wie er heisst, ist übrigens auch sehr zu empfehlen. Und dann sind wir nach Heider, wo wir schon gesehen haben im Video. Und ein bisschen später sind wir in die Umgebung gekommen, wo wir jetzt sind. Kilometerlange Straßen, ohne irgendetwas, kein Motel, kein gar nichts. Wir sind im Kinaskan Provincial Park. Und der ist wunderschön, der toppt sämtliche Campgrounds, wo wir bisher gewesen sind. Und weil es so schön ist, haben wir uns gerade entschlossen, um zwei Nächte zu bleiben. Could it be any better than this? Ich würde sagen nein, oder? Da wir null Empfang haben hier, kein Netz, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts, kann ich euch gar nicht so viele Facts erzählen, weil ich es gar nicht weiss, ich kann nicht nachschauen. Auf jeden Fall, der See ist
bestechend, das Argument. Wow, oder? Wir sind weitergefahren vom Kinaskan Lake zum Boya Lake. Wir haben dann also die letzten Sonnenstrahlen, Golden Hour würde ich sagen. Wir haben einen Stellplatz gefunden, obwohl relativ vieles schon voll war. Vielleicht bleiben wir noch am zweiten Tag und suchen uns morgen noch einen hübscheren Platz. Weil der See ist wunderschön. Man sieht es nicht gut, aber ihr seht hier, wie klar das ist. Es ist so türkisblau. Morgen miteinander. Wir sind schon wieder unterwegs, Michel und ich. Wir verlassen den Boya Lake leider, weil über Nacht hat sich wahrscheinlich die Windrichtung geändert und jetzt zieht der ganze Rauch von den Wildfires hier in der Umgebung und es schmeckt sehr geröstet von außen, was nicht schön ist und man sieht auch nicht weit. Noch 1, 2, 3 Facts zum Boya Lake. Also, es ist ja auch ein Provincial Park und der See wird als Warmwasserbadesee bezeichnet, wobei der Michel die Finger reingehabt hat und findet, es ist nur knapp wärmer. Wie der Kinaskan Lake vorher. Auf jeden Fall ist er so türkisblau, klar. Und man kann dort Kanus mieten und ein paar Trails machen. Es wäre ein sehr schöner Ort, wenn es nicht so rauchig wäre. An dieser Stelle beende ich jetzt auch den Vlog, weil wir verlassen British Columbia jetzt dann in den nächsten paar Kilometern. Und der nächste Vlog wird sich dann um die Yukon drehen. Also, ich hoffe, ihr bleibt dran. Wenn ihr irgendeine Frage habt, wie immer unten in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss miteinander. Michel? Max? Tschüss.